Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und dem Zauberkundeunterricht. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay, dann wollen wir mal ran an die Buletten. Akio. Zack. Akio. Na, das läuft doch. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Hat er mal ein nettes Spielchen aus der Hosentasche gepackt. Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmel Akio zu werfen, müssen Sie die Murmel genau so. Also ranziehen und möglichst auf das letzte Feld kommen und das mit dem Zauber Akio. Einfach ist es natürlich nicht. Aber ein cooles Spiel. Ausgezeichnete Kontrolle. So, den haben wir leider nicht so weit bekommen. Sehr ja, gut. Perfekt. Der ist auf Letzte. Das ist gut. Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Oh, die Miss Unai, die soll so gut sein, oder? Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Er hat sie ja eben so gelobt. Das ist bestimmt die Streberin. Aber die war ja ganz nett. Na dann los. Okay, wo rollt sie da hin? So ein Seitwärts-Move. Auf den Vorletzten. Ist nicht schlecht. Jetzt sind wir dran.
Es kann tricky werden, Freunde. Akio! Ich probiere es direkt mal ein bisschen aggressiver. Oh, 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 oh. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Na, dann wollen wir mal. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Pech. Okay, die hat gewonnen. Safe. Das war so knapp, ey. Wir probieren es nochmal. Akio. Der war zu low. Hätte ich lieber auf Nummer sicher gespielt. Genau so. Sieh gut zu. Na, der wird doch nichts kommen, oder? Was? Haut ihr die nochmal rüber? Oh, die wollte den einen nochmal. Genau so wird das gemacht. Ach, kann ich theoretisch auch einen weghauen von ihr? Moment mal. Probieren wir das mal aus. Verdammt, den hätte ich weiter rollen lassen müssen. Ah, da hat sie gewonnen. Sehr beeindruckend. Kann man nichts machen. So läuft der Hase. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Oh. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Jetzt mit Hindernissen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann los. Okay, dann nehmen wir die andere als Übungsrunde. Sehr guter Zug von ihr. Akio. Oh, der war auch nice. Komm, ja. Der war schön. Ausgezeichnete Kontrolle. Na dann wollen wir mal. Ha, sie ist dagegen getitscht. Was, und der rollt trotzdem so weit noch? Oh ja. Ich glaube, ich schnapp mir den und probiere mal tatsächlich. Akio. Oh, das war natürlich nix. Sie ist in Führung. Aber theoretisch muss sie jetzt an meinem vorbei. Sie kann meinen natürlich auch rauskegeln. Oh, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, das ist gar nicht gut. Wie konnte das passieren? Ah, sie wird gewinnen. Sie wird wahrscheinlich gewinnen. Jetzt muss ich den irgendwie auf die Endposition bringen. Akio! Ja. Ich müsste mehr Punkte haben, oder? Zack, gewonnen. Sehr schön. Na, spannender ging's nicht mehr, oder? Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich ihr irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Als Akio-Weltmeister haben wir das easy geritzt. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Die Ouagadou-Schule. Wie sieht's dort aus? Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Miss Ona ist richtig nett, muss man sagen. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou.
Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Interessant. Vielleicht kann sie uns noch ein paar Zaubersprüche beibringen, ohne Zauberstab. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wolgadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, wenn bitte. Du magst. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Oh, da bin ich gespannt, was der Professor da plant. Aber wir haben wieder einen Hauptauftrag abgeschlossen. Und jetzt können wir uns den nächsten Missionen widmen. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Oh, aber erstmal reden wir mit Samantha. Vielleicht hat die ja noch eine kleine Mission für uns. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheinen Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Wir lernen immer mehr neue Leute kennen und jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission. Wir wollen zu Lucan Brattleby. Das ist der Junge, der die Duelle veranstaltet, angeblich im Geheimen. Aber dazu müssen wir erstmal durch Hogwarts spazieren. Schöner Wandteppich. Dreiköpfiger Hund. Solchen Kreaturen werden wir sicherlich noch im verbotenen Wald begegnen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Aber erstmal geht's jetzt natürlich durch Hoggy Hogwarts. Und Hogwarts gibt's ja auch in Realität, ne? Ich glaube, das heißt Annick Castle, ist im Norden von England und diente als Filmkulisse für die Filme. Sieht aber nicht ganz so aus. Also Hogwarts ist schon eher ein Fantasy-Schloss. Teilweise wurden da ja auch Außenaufnahmen mit irgendwelchen riesigen Modellen gemacht. Die werden auch in irgendwelchen Museen ausgestellt. Es gibt ja voll die riesigen Harry-Potter-Welten mittlerweile auch und so weiter. Ist schon verrückt, was aus dem Buch geworden ist. Die Tür ist verschlossen. Hui! Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten. Das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Ja, hat der gute Peace mal wieder die Leute geärgert. Hier können wir reingucken. Ah, ist eines dieser Badezimmer und hier ist eine Truhe. Sechseckige Brille mit goldenem Gestell. Ja, da können wir natürlich noch viele Cosmetics, viele Klamotten und so weiter sammeln. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Soweit können wir ja mal irgendwann eine kleine Folge mit Modenschau machen oder so.
Muss man sich aber auch mal vorstellen. Hier im Game ist es ja kein Problem, irgendwie ein paar Klamottenteile zu generieren. Macht mal ein paar 3D-Arts. Aber in den Filmen... Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Das muss ja echt der Wahnsinn gewesen sein, ey. Ja, und jetzt rüber zum Duell. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja, den haben wir beeindruckt. Dem haben wir eins aufs Näschen gegeben. So war das nämlich. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Okay, Sebastian. Lass uns die beiden platt machen. Confringo! Idioto! Akio! Zack, 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 zack. Okay, ich kümmere mich um Lawrence. Sebastian, und du nimmst die andere. Bam, Lawrence ist hier komplett an die Wand geschossen worden. Und die Lady schnappen wir uns auf. Aua, geil, das hat doch wehgetan. Was soll denn das? Levioso. Akio. Nur nicht zurückschrecken. Ich muss mich hier um beide kümmern. Auch um die Astoria, oder wie? Confringo. Ich dachte, da hinten wäre vielleicht noch einer, aber... Nee. Akio. Descendo. Lumos. Das Licht wollte ich gerade nicht anmachen. Zack. Hey. Hol dir den mal. Ey, der macht gar nichts. Der Sebastian ist total der Pinöckel hier. Der kämpft ja wie so ein Weicher. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Es war ja fast, als hätten wir alleine gegen die gekämpft. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Auftrag abgeschlossen. Gekreuzte Stäbe, Runde 1. Und das gibt auch 180 Erfahrungspunkte. Ja, und das ist doch auch ein schönes Gebäude hier. Ist hier noch irgendwas? Guck mal hier eine Truhe. Eine blaue Schiebermütze. Und mehr ist hier aber scheinbar nicht. Aber, wisst ihr was? Revelio. Einmal kurz Revelio. Komm mal, mit Sebastian können wir auch noch quatschen. Und hier, die irgendwas Besonderes an sich. Da hinten ist auch ein Spiegel, seht ihr das? Aber auch ein Schloss vor der Tür. Kann ich schon ausmachen. Gut, Sebastian, was geht? Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Ah, du hast nicht so gut gearbeitet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war eher mau, ne? Wollen wir jetzt mal Tacheles reden. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Hauptmission. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Oh, jetzt verraten wir aber lieber nichts. Nein, Professor. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen.
Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Na dann mal los, auf nach Hogsmeade. Und Butterbier genießen, da haben wir auch nichts gegen. Ja, wir sollen mit Professor Ronan reden, um die erste Hausaufgabe zu erhalten. Melde dich beim Professor, da latschen wir jetzt natürlich mal rüber. So. Herausspaziert. Oh, Kätzchen. Oh, die bummt ein bisschen. Das mögen Katzen, ja? Ein bisschen gekrault werden. Aber mehr können wir da auch nicht machen. Und scheinbar will ja auch niemand mit uns quatschen. Wir können natürlich Revelio auch mal zwischendurch Revelio machen. Oft sind da ja verschiedene Seiten und so weiter. Da sind sie. Ja, ich wollte jetzt aber einmal kurz Revelio. Wo ist er denn? Da ist er doch. Hier, Handbuchseite. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Weihwands verziert und dient als Ort, an dem die Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Weihwand von Wei, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Okay,
Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm für Verteidigung gegen die dunklen Künste ein. Ah, hier ist doch schon ein Blatt. Das kriegen wir doch hier, ne? Akio, geschafft. Na, da haben wir das Blatt doch schon. Und das nächste wäre da vorne. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ja, das finden wir sicherlich auch noch. Aber es ist nicht so... Ah, da vorne ist es doch. Da vorne ist es. Oh, verfehlt. Komm her, fliegendes Blatt. Zack. Großartig. So, und jetzt rennen wir zurück zum Professor. Die Tür hat ein bisschen geklemmt gerade. Geil, wie die Vögel über ihm fliegen da. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Oh, das ist ein bisschen schwerer hier. Reparo zu erlernen. Oh, der hat Speed aufgenommen. Das wird eine enge Kiste, aber wir schaffen's. Reparo erlernt. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte reparieren. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Ich weiß genau, welche Statue er meint. Die haben wir ja schon mal gesehen. Oh, beinahe vor dem Blumentopf gerannt. Und zwar diese hier. Und dann wollen wir es doch mal ausprobieren, oder? Reparo. Reparo. Na, sowas würde ich auch gern können. In die Display auf den Boden geschleddert. Kein Problem. Reparo. Autounfall? Kein Problem. Reparo. Oh. Das sah wirklich nach Herzschmerz aus, was sie da erlebt hat. Gut. Ich würde sagen, wir gehen auf zur nächsten Mission, die uns, denke ich, nach Hogsmeade führen wird. Da schauen wir doch mal in unser schlaues Buch und markieren diese und weiter geht die Reise. Wir werden hier natürlich noch viel entdecken und erkunden. Ah, ich glaube, das ist verschlossen, ne? Ja, leider verschlossen. Hier ist nämlich noch vieles für uns verschlossen. Wir müssen natürlich erstmal so ein paar Sachen absolvieren. Kriegen ja jetzt auch unseren Zauberstab in Hogsmeade und so weiter. Das wollen wir uns natürlich alles nicht entgehen lassen. Hallo, suchst du nach mir? Oh ja, Nati. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Das ist ja jetzt der Außenbereich und ich habe lieber Nati mitgenommen statt Sebastian, weil die scheint mir doch ein bisschen kompetenter. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Okay, und wir spazieren jetzt gemütlich nach Hogsmeade und haben natürlich auch mal einen kleinen Einblick jetzt hier in den Außenbereich von Hogwarts. Da vorne das Quidditch-Feld. Quidditch soll vielleicht als DLC kommen, also als Download-Inhalt. Das haben die Entwickler scheinbar nicht mehr geschafft. Und das wurde ja auch ganz gut integriert. Hat ja der Schulleiter am Anfang der Einführung angekündigt. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir.
Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Die Gießkanne hier. Ja, ich würde sagen, wir joggen mal ein bisschen, sonst kommen wir wahrscheinlich erst übermorgen Hogsmeade an. Aber so ein bisschen schauen ist natürlich auch erlaubt und guckt euch mal den Blick jetzt hier an. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Und ich habe das eben so salopp gesagt, ein 3D-Artwork machst du mal eben, ist natürlich auch viel Arbeit. Hier kommt unvorstellbar viel Arbeit zusammen. All das muss designt werden. Und das muss man sich dann alles mal zusammen vorstellen, wie viele Leute an so einem Film oder auch an einem Spiel arbeiten. Da kümmert sich dann jemand zum Beispiel nur um Blumen, ein Jahr lang, damit die Blumen hier super cool aussehen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Gehen wir da doch mal hin kurz. Zack. Och, schnappen wir uns direkt noch ein paar mehr Florfliegen, wenn wir gerade mal hier sind. Könnten wir auch vorstellen, dass wir noch Tränke zaubern müssen irgendwie. Ist ja auf jeden Fall eine Kunst der Zauberer, ein paar Tränke zu brauen. Und die sind ja bekanntlich auch nicht ohne. Liebestrank ist zum Beispiel ganz praktisch, darf aber nicht in die falschen Hände geraten. Schön mit den Schmetterlingen und der Wiese. Einfach idyllisch. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Der verbotene Wald. Ja, da freue ich mich schon drauf. Oder halt auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Und im Film, auch kleiner Funfact, wurde der ja künstlich gebaut. Ich glaube, das hat man erst in einem normalen Wald probiert. Und später hat man dann gesagt, nee, da bauen wir lieber einen eigenen Wald und drehen dort. Hast du schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Also einfach mal einen Wald gebaut. So wie die hier virtuell. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Schöner Blick wieder hier. Erinnert auch so ein bisschen an Hobbing. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ja, Moment mal kurz. Ah, hier gibt's so viel zu entdecken, Leute. Und ich denke, wir werden in den kommenden Folgen noch viel, viel mehr entdecken. Bin ich gespannt, auf was wir stoßen. Gemeinsam mit Natti und vielleicht auch Sebastian. Vielleicht nehmen wir den auch nochmal mit, auch wenn der sie im Duell als echte Niete gezeigt hat. Der hat ja wirklich fast gar nichts gemacht. Ich dachte, der übernimmt da eine Runde, aber nee, nix da. Oh, eine Eule fliegt da lang. Und da hinten eine Kutsche. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Ist schon ganz cool gelöst, auch dass wir hier mit Natti oder einem Kollegen Richtung Hogsmeade laufen. Das gibt natürlich auch wieder Auswahlmöglichkeiten. Und gerade weil das Auswahlmöglichkeiten hat, ist es natürlich auch ganz anders, je nachdem, wen man mitnimmt. Also hier hat man schon relativ viele Entscheidungsmöglichkeiten, muss ich sagen. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden, hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ja, aber meine kurze Atempause, Natti. Schau dir doch mal den Blick hier an, Mensch. Können wir nicht einfach vorbeirennen? Wow. Ich
wünschte, Professor Garlic würde uns mehr über fleischfressende Bäume lehren. Ist das ein schönes Schloss, oder? Eben noch ein paar Zauber da drin gelernt. Ja, und klein ist die Welt auf jeden Fall nicht. Also das Umland ist ja schon relativ groß. Meine Mutter hat in ihrer Schulzeit verwandelt. Oh, hier nochmal ein Kätzchen. Sie ist sicher enttäuscht, dass ich darin gemüht bin. Auch das können wir nur streicheln und schnurren ein bisschen. Also, die Interaktion mit den Kätzchen ist jetzt nicht anders oder so von Katze zu Katze. Das macht gar nichts. Ich streiche gerne Katzen. Nach Hogsmeade will ich es in der Folge noch schaffen. Also, weiter geht's, Natty. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demigeiß? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Er hat doch gesoffen, der Hausmeister. Allerdings sind die Greifen ja auch irgendwie weggeflogen. Scheint ja vielleicht doch was im Busch zu sein, im verbotenen Wald oder so. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Akio! Könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natty. Danke. Ich habe mir gerade noch ein bisschen Mondstein gekrallt. Was auch immer wir damit machen können, ist sicherlich auch für Tränke oder sowas später. Ja, Freunde, da sind wir in Hogsmeade. Und wie es da aussieht, das sehen wir in der nächsten Episode.